stimmt hier nicht. Die Firmenlogos, Kaaba, sowie der heilige Stein in Mekka. Ka ist die Seele, wenn man noch lebt. Ba, wenn man tot ist. Fügt man Allah hinter Kaaba, kriegt man Kabbalah. Und schau mal die zwei Pyramide. Und tust du die übereinander, ja, was kriegt man dann? Alles verstanden? Donc, je suis ici, là, et je suis en train de regarder, et je pense qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, le logo d'entreprise, Kaaba, Ka est l'âme quand on vit, Ba quand on est mort. Il y a les deux pyramides. Quand on les met un sur l'autre et un renverse, ben, qu'est-ce qu'il y en a, hein? Et quand on ajoute Allah derrière Kaaba, on a le Kabbal, le Kabbalah. Donc, ça veut dire l'entreprise, ça appartient au pharaon. Voilà. Ja, also hier haben wir das Firmenlogo. Loomis, das ist so ein gepanzertes Auto mit einer richtigen Pyramide da drauf. Was will man noch mehr? Also die Firmenlogos sind normalerweise voll mit Pharaonenzeichen, aber die regieren einfach die ganze Welt. Donc ici on a le logo Loomis. Une voiture fortifiée là, on peut tirer dessus, il y a sûrement de l'Afrique dedans. Le pharaon, il possède tout. Vous voyez les pyramides, ce sont des symboles qu'il règne. Et comme ça, il peut faire un bon business ensemble, un bon commerce. So here we got the Loomis. We are here in Switzerland in Bern, and we can see the logo of the enterprise. This is a money transport, and you got the pyramid on it. So this is a symbol that it belongs to the pharaohs, and they can do like business between each other. If I translate the name Loomis, I'm sure there's some pharaonic stuff coming out here. So the logos, you know, like a little picture, like of the enterprises. Commercial logos, you know, it's all pharaonic, so it's a sign, a symbol, because they rule everything, they rule the whole bloody world. In the Mitte, das sieht aus wie die Sonne-Hieroglyphen mit zwei Balken auf jeder Seite und dann hat G von Gola oder Golut, also Diaspora. Ja. Also ganz deutlich, sie besitzen alles. Und versuch nicht irgendwie selber ein Geschäft aufzubauen, wenn du kein Pharaone bist, dann nehmen sie es weg mit den Behörden, mit Steuern, mit alles, mit Lügen. Berg bei Bern oder Lissach. Hier sieht man ganz deutlich die Sonne-Hieroglyphe. Das Runde in der Mitte und auf beide Seiten so eine Balken. Ne? Das heißt, wir besitzen das, ist es ganz klar. Die haben ein Zeichen unter sich. Alors, c'est très clair, ici le logo de l'entreprise. Le truc rond au milieu et les deux barres de ce côté, c'est l'hieroglyphe du soleil. So here we can see quite clear. This is the sun hieroglyphics with the round sun like in the middle. It even looks like a sun with the two bars on each side. There is so that means we own this, we are pharaohs, and well, all your other pharaohs buy your things here. Right. Noch immer in Lissach, da sieht man Emmy, sieht ja richtig Emmental, schweizerisch aus. Das Runde in der Mitte, zwei Balken auf jeder Seite, das ist die Sonne-Hieroglyphe. Also Emmy
on dirait c'est vraiment suisse, hein, du Emmental. Ben non, c'est les hiéroglyphes du soleil, voilà. So here's again the sun hieroglyphics in the Enterprise's logo. So this is typically the sun hieroglyphics. There's even a crown in there. So yeah, well, we know what it means. Synagoge in Bern, da mit der Moses-Tafel und so, Dreieck der Freimaurer, da, tja, ist praktisch und darum ist die amerikanische Botschaft hier gegenüber gegangen, weil sie haben alles umgezügelt. Ja. Die amerikanische Botschaft ist es auch so viel Licht, ist da. Die gucken mich wahrscheinlich gerade jetzt an hier. Ist total bewacht hier. Da die Scheißfahne. Ja, da kann man schön bei der Arbeit, kann man da schön schnell, mal schnell beten. Da Freimaurerzug, Dreieck, alles drauf und dran. Das ist Mädchenschule. Ja, so praktisch. So, und in der gleichen Ecke da, bei der amerikanischen Botschaft und bei dem, bei der Synagoge, Judekirche, haben wir das hier. Ne? Da können Sie auch schnell hier arbeiten, gehen Sie da schnell ein bisschen beten und so. Da, schauen wir, Pharaonenzeichen da, Pyramide, die Isis, zwei Dreiecke da, gehen wir näher. Beratung, ja. Knowledge. Die sagen, der nächste Pumpen in Ostgeld weg. Eine vierstufige Pyramide. Mit einer RFID in der Mitte, so eine Kapsel mit einer Chip. Der S von Isis. Mit zwei Freimaurerdreiecken. Das ist noch mehr. Und das Bündnis rundum. Brauche ich nicht zu zählen, das hörst. Das ist wahrscheinlich sicher 13 Teile darauf. Und ja, habt ihr gesehen vorher, wie die gekommen sind da? Du filmst ganz kurz bei der amerikanischen Botschaft und da kommen sie schon. Ja, komm hier. Habt ihr das gehört? Ja. Die haben wohl Angst. Hier in Bern machen sie dann auch ihre Terror weiter. Die bringen so viele Leute um in der Welt, dass sie hier die amerikanische totale Kontrolle hier in Bern durchführen. Man nennt es auch Guantanamo Bern, das Ding. Und das haben wir jetzt gerade miterlebt. Ne? Alles Amis hier, der Ami-Ecke. Das ist ein Scheißbuch. Genetikberatung, warum Scientology? Ich glaube, da war jemand nicht zufrieden hier. Keine gute Beratung. Hm. Ist auch die Sonne-Hieroglyphe da drin. Da auch nochmal überall. Und da ist das Wappen vom Bolligen. Will jemand noch etwas sagen? Ja. Hier wohnen sehr viele Richter, Schickimicki aus Bern. Hier gibt es auch die Beverly Hills von Bern, bei Ittiger Bolliger. Ja. Okidoki, alles verstanden. Irgendwie haben sie sich noch Mühe genommen, damit es dieses Teil über die andere geht und da unten durch. Warum? Ja. Wieso nimmt man sich die Mühe? Ja. Ja, da haben wir das Zeichen wieder, so eine Art vom Rotary-Zeichen. Ne? Das hier. Wie eine Pyramide. Ja, wie eine Pyramide.
Da das V-Zeichen. Dann nochmal die Pyramide. Da, so. Dann haben wir da Emmy nochmal, die Sonnenhieroglyphe. Tja, das gehört alle denen, ne? Super. Alles klar. Ja, dann haben wir alles auf einer Reihe hier. Ey, muss ich noch da durchfahren. Da. Gallica, die G vom Golau, die Golut Freimaurerzeichen. Und in der Art von Sonnenhieroglyphe, da so eine Balken. Ja? Tja. Überall. Da haben wir nochmal die Sonnenhieroglyphe von Emmy. Der Balken mit in der Mitte das runde Ding so. Wie wir auf alle Schlösser gesehen haben, so bei Banken in der Altstadt und so. Na, da müssen sie noch da, die Bullen sind nochmal da. Das sehen wir es leider nicht. Überall, jetzt habe ich noch gerade die Knarre da. Sogar beim Ausladen müssen sie noch Polizeikontrolle machen. Ja, ja, ja. Einfach beim Ausladen. Überall. Ja, die Farbe ist nicht gut. Und die Reifen sind nicht schwarz genug. So, hier sind wir dann in Waben bei den Ausländern, eidgenössischen Ausländerbehörden. Hier ist ein komisches Symbol hier. Aber wenn wir so machen, wird es ganz langsam deutlich, was es ist. Na, was haben wir denn da? Ja. Wie regiert denn hier? Und das da oben? Ja. Wer spielt denn die Ausländer gegen die Schweizer hier aus? Der Feind im Innern. Der Winkel und der Zirkel und noch einiges. Ja. Ja, die schreiben hier, die Medien besitzen sie auch. Und sie schreiben da Sache, gemeine Sache über Ausländer, die nicht stimmen. Da machen sie damit schwarze Schäfer, um den Schweizer Hass zu schüren. Tja, und als Ausländer wird man die ganze Zeit hier provoziert und terrorisiert. Da kriegt man auch Hass auf Schweizer. Und diese hier, die das alles verursachen, bleiben ja unbehelligt. Ja, da steht das Bundesamt für Migration. Eidgenössisch. Dann nochmal. Tja, dann haben wir da. Dann nochmal von der anderen Seite hier. Winkel und der Zirkel. Und das Dreieck, der Freimaurer. Und da unten, da liegt der Querbalken da. Die dann da oben drauf passt. Hier. Von da bis da. Ja, da liegt der Querbalken. Verstehst du? Ja. Naja, wie viele Beweise braucht es denn noch? Und da ist ja das hier, das abscheuliche Gebäude hier. Wo über das Schicksal von vielen Leuten da bestimmt wird. Und dabei versuchen die Leute gegeneinander auszuspielen. Das ist ein Kino in Bern. Aber warum ist der A denn so? Verstanden. Ohne Kommentar. Also ein kleines Kommentar. Ist ja klar, wer hier kommt, ne? Wer das hier besucht. Hm? Die Verbündete. Und Winkel und der Zirkel fast. Ah, schön. Tja, und die hier kann man noch kaufen. Die dünne da ist dann für Pharaonen, die nicht allzu viel Geld haben. Und dann noch ein. Und dahinter, das ist die Bundespolizei, die FBI oder die FBI. Und dahinter ist auch die CIA, die Schweizer CIA, Geheimdienst. Und mit all dem Stacheldraht. Ich habe das in den vorigen Teilen habe ich schon gezeigt. Obelisken zu kaufen. Tja, und da ist Nefertiti. Wer ist sie denn?
Schwester der Isis. Obelisken. Der Mann hat gesagt, zwischen 15 und 20. Ich glaube, der hat keinen Rappen gemeint. Jetzt leuchtet es so schön. Da ist die Sonne-Hieroglyphe, speziell in Holz gemacht. Da haben wir den Eingangstor, einfach eine Straße hier, bei Richtung Bolligen, vom Ostermundigen. Eine Art vom Gral. Und da, was sehe ich da hinten? Da ist sie dann. Ein Obelisk. Mit vier Elemente und Erddomination drauf. So. Da ist noch der Gral davor. Das heißt, das Pharaonenblut ist hier. Na, sie sind da. Patrizierhaus. Und der Obelisk, da. Das hier ist ein Schloss in Ettingen. Da sind mehrere. X-mal dran vorbeigelaufen. Und was steht da? Der Obelisk. Mit Knospen. Unsere Saat ist hier, unsere Nachkommen sind hier. Unser Blut ist hier. Das hier ist der. Nein, es ist nicht ein Gral. Also ähnlich. Das sind, auf jeden Fall, das heißt, unser Blut ist hier, also wir sind hier. Ne? Nochmal hier in Ettingen. Ein kleines Schloss. Da. Symbol der pharaonischen Domination. Mit Brunnen für Isis. Sie sind überall, auf alle Schlösserpositionen.